vielen Dank fürs Kommen. Ich weiß es sehr zu schätzen und bitte die Erwartungshaltung gleich wieder runterschrauben, dann kann ich die einfacher erfüllen. Ich habe vor 10 Jahren eine Firma mitgegründet, bei der sich alles um Softwarequalitätsanalyse dreht. Wir machen in dem Bereich Forschung, wir bauen und verkaufen ein Softwarequalitätsanalysewerkzeug und wir machen auch Beratung in dem Bereich. Das heißt, typischerweise ist mein Job, dass ich anderen Teams erkläre, wie sie besser entwickeln oder besser testen können. Heute möchte ich den Spieß umdrehen und vorstellen, wie wir selber entwickeln, wie wir selber testen und was wir in den letzten 10 Jahren dazugelernt haben, was wir anders machen sollten und was wir deswegen anders machen. Und ich werde im ersten Teil vom Vortrag kurz skizzieren, was wir eigentlich machen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und dann quasi die Motorhaube aufmachen und vorstellen, wie wir entwickeln, was sich dabei bewährt hat und was auch nicht. Und vorweg, bitte unterbrecht mich bei Fragen direkt und stellt sie gleich. Es steht zwar Keynote drauf, aber der Raum ist klein genug, dass wir das interaktiv hinbekommen. Das ist nicht nur, weil wir direkt nach dem Mittagessen sind, grundsätzlich eine gute Idee, sondern typischerweise nehmt ihr mehr mit, wenn der Vortrag interaktiv ist. Und mein Ziel ist nicht, die Folien in der Reihenfolge durchzubringen, wie ich sie mitgebracht habe, sondern dass ihr Fragen beantwortet bekommt, die euch in dem Bereich interessieren. Und letzter Metasatz, es müssen keine wohlartikulierten Fragen sein, gerne Meinung oder Zweifel. Wenn ihr sagt, das ist alles Quatsch, gerne melden und reinrufen, dann wird es eine interessante Diskussion. Wir bauen ein Software-Intelligence-Werkzeug. Die Metapher haben wir uns von Business Intelligence geliehen. Das kennt ihr als die Analyse von ganz vielen feingranularen Transaktionsdaten aus dem Business, um relevante Informationen für das eigene Business zu extrahieren. Wir haben das Konzept übertragen auf Softwareentwicklung. Wir analysieren die Datentöpfe, die sich von alleine während der Entwicklung füllen. Wir analysieren Quelltext, wir analysieren Versionshistorie, wir schauen ins Ticketsystem, wir analysieren Logdateien und so weiter, um Fragen zu beantworten, die uns helfen, den Entwicklungsprozess effektiver und effizienter zu machen. Und ich gehe, bevor ich erzähle, wie wir entwickeln, kurz darauf ein, was das Werkzeug macht, damit ihr das einordnen könnt. Ich glaube, das bekannteste Beispiel sind, wo sind technische Schulden? Wir haben klassische statische Analysen, die uns Stellen aufzeigen, in denen man den Code so verändern kann, dass entweder weniger Fehler auftreten oder die zukünftige Entwicklung hoffentlich einfacher wird. Ganz kurz, könnt ihr mich mit dem Mikro gut hören oder ist es zu nah oder zu laut? Okay. Hier ist ein Beispiel aus Jenkins oder damals Hudson, wo Code kopiert ist und wo auf einer Seite Null-Checks eingebaut worden sind, die hier drüben noch sind, noch fehlen. Der Fehler ist, das ist hier behoben und hier nicht. Ihr kennt inzwischen Clone Detection auch aus anderen Werkzeugen. Als wir das vor 10 Jahren in der Forschung angefangen hatten, war das noch verhältnismäßig neu. Was unser Werkzeug hier von der Architektur unterscheidet, ist, dass ihr einen Alert bekommt, wenn ihr hier einen Fehler fixt und hier drüben nicht. Aber ich nehme mir insgesamt vor, heute wenig darüber zu reden, was wir vom Werkzeug anders machen als andere. Es kann sein, dass es mir trotzdem rausrutscht, sondern mehr über die Entwicklung zu sprechen. Wir haben auch härtere Analysen, wo wir interprozedurale, inkrementelle Datenflussanalysen machen, um zum Beispiel Null-Pointer-Checks zu finden für eine Vielzahl von Sprachen. Wir haben andere Analysen, die über mehr verschiedene Datenquellen gehen. Eine Analyse, die wir viel machen, ist zum Beispiel eine sogenannte Test-Gap-Analyse. Da interessiert uns, statisch rauszukriegen, welcher Code hat sich verändert, beispielsweise seit dem letzten Release. Und über dynamische Analysen kriegen wir mit, was ist im Test durchlaufen worden. Und wenn wir das zusammenschmeißen, sehen wir, wo sind ungetestete Änderungen. Ich habe hier ein Beispiel. Das ist eine sogenannte Tree Map. Die weißen Rechtecke sind Komponenten der Software, die kleinen sind Methoden. Je größer ein Rechteck, desto größer die dazugehörige Komponente oder Methode in Zeilen Code. Und vielleicht, das ist ein betriebliches Informationssystem, 1,5 Millionen Zeilen C-Sharp-Code. Und grau bedeutet, der Code hat sich seit dem letzten Release nicht verändert. Bunt bedeutet, es ist geändert oder neuer Code. Und nur wenn der grün ist, ist er im Test überhaupt zur Ausführung gekommen. Das ist ein System, da haben 20 Entwickler ein halbes Jahr dran entwickelt. Also präagile Transformationen, die durften nur 2-mal im Jahr releasen. Und das war das Bild am Tag vor dem ursprünglich geplanten Release. Und die hat ein anderes Team die Entwicklung gemacht als den Test. Die waren in verschiedenen Firmen, die waren sogar in verschiedenen Ländern und offensichtlich hat die Kommunikation nicht gut funktioniert. Also hier sind ganze Komponenten, die sind überhaupt nicht im Test zur Ausführung gekommen. Und alles, was hier grün ist, da weiß ich nicht viel darüber, wie viele Fehler da noch drin sind. Ich weiß ja nur, es ist im Test zur Ausführung gekommen. Kann sein, dass man da viele Assertions in den automatisierten Tests hat, kann sein, dass der manuelle Tester da genau hingeschaut hat.
Ich weiß es aber in letzter Konsequenz nicht. In den ganzen roten und orangen Bereichen ist der Umkehrschluss aber so trivial wie richtig. Wir wissen hier, hier ist eine viel höhere Fehlerdichte, weil es noch nicht getestet ist. Und wir können keinen Fehler gefunden haben, weil wir haben es ja nie im Test ausgeführt. Weder manuell noch im automatisierten Test. Das ist so nicht released worden übrigens. Hier kleine Randnotiz. Diese Kunstwerke an der Wand sehen so ein bisschen aus wie Tree Maps. Und wir hatten früher einen Bug in dem Layout-Algorithmus, dann sehen sie tatsächlich genauso aus. So, ich hatte vorhin gesagt, wir werten auch Ticketsysteme aus. Also viele Teams, die wir, mit denen wir arbeiten, geben bei einem Commit an, auf welches Ticket im Jira oder auf welchen Work-Item im VSTS und sowas sich die Änderung bezieht. Und dadurch können wir den Ticket-Code berechnen. Also wir wissen, welche Methoden wurden im Kontext der Implementierung von welchem Ticket angefasst. Und weil wir Test-Coverage auf Code-Ebene wissen, können wir das auf Tickets hochziehen. Also wir können pro Ticket sagen, wie viele Änderungen ist denn davon getestet worden. Hier ist ein Screenshot aus der eigenen Entwicklung. Weil ehrlich gesagt, die Erfahrung ist, meistens hat man viel mehr Test-Gaps, als man vor einem Release noch fixen kann. Dann muss man die irgendwie priorisieren. Und es ist viel einfacher auf einer fachlichen Ebene. Und da sind die Tickets näher dran, als auf einer Code-Ebene. So, letztes Beispiel. Gerne. Das ist jetzt, wenn man es mit den Tickets macht, eher dann auf Einzelpersonen hier gezogen. Aber geht es darauf, dass man es irgendwie covert, dass auf mehrere Personen es waren, die auf dem einen Ticket gearbeitet haben? Hier schaut es dann so aus, dass genau einer sich damit auskennt. Aber in der Realität ist es ja oft so, dass viele Leute dann an einem Ticket gearbeitet haben. Ich wiederhole die Frage kurz. Hier sieht es aus, als würden wir es pro Person auswählen, geht das auch für mehrere Personen? Ja, vielleicht vorweg, wir versuchen nie persönliche Metriken zu erheben. Wir wollen immer nicht die Qualitätspolizei sein, nicht nur wegen dem Betriebsrat, sondern weil wir das insgesamt nicht als die richtige Rolle finden. Und hier ist, das ist bei uns der Assignee, also derjenige, dem das Ticket zugeordnet ist im Jira. Da können beliebig viele verschiedene Personen dran entwickelt haben und alle Changes, egal von wem die sind, sehen wir dann an dem Ticket. Danke für die Frage. Letzte Analyse, die ich kurz hochhalten möchte, ist eine Test-Impact-Analyse. In den einer der Änderungen der 10 Jahre, in denen ich das mache, die erfreulich ist, ist, dass ich immer mehr Teams sehe, die eine große Menge an automatisierten Tests haben. Immer noch nicht in allen Teams, oft wird noch viel manuell getestet, aber vor 10 Jahren hatten die wenige Teams, mit denen wir gearbeitet haben, ernsthaft automatisierte Tests. Jetzt haben viele Teams automatisierte Tests, aber häufig laufen die viel länger, als für einen kurzen Feedback-Zyklus gut ist. Wir haben, weil hier ja auch manche Teilnehmer von Embedded Testing sind, im letzten Jahr ein Forschungsprojekt mit BMW gemacht und die haben in einem Hardware-in-the-Loop-Teststand 10.000 Testfälle, die ein eingebettetes Steuergerät testen. Und da ist dann so ein Teil vom Auto noch mit eingebaut. Und wenn der 24 Stunden durchläuft, brauchen die 20 Tage, um jeden Test einmal auszuführen. Das heißt aber, wenn ich als Entwickler einen Test einbaue, wenn ich als Entwickler einen Fehler einbaue, also wenn ich was kaputt mache, was schon mal funktioniert hat, dann dauert es im Best Case 20 Tage, bis mir ein Testfall verrät, dass ich was kaputt gemacht habe. Das ist natürlich Mist, weil wahrscheinlich habe ich längst vergessen, was ich damals gemacht habe. Außerdem sind in der Zeit alle möglichen anderen Änderungen auch noch passiert, an denen es auch liegen könnte. Das heißt, die Komplexität des zu fixen steigt unnötig. Und ein naheliegender Ansatz ist, weil wir Code kennen, weil wir Versionshistorie kennen, weil wir Test Coverage kennen und Testergebnisse kennen, viel spezifischer auszuwählen, welche Tests muss ich eigentlich jetzt ausführen, um neue Fehler zu finden. Ich habe hier ein Beispiel aus der eigenen Entwicklung. Das ist unsere eigene Codebasis. TeamScan macht unter anderem Java-statische Analysen. Das heißt, jedes Mal, wenn Java eine neue Sprachversion rausbringt, müssen wir unsere Parser anpassen. Und als Closures in Java dazu kamen, hat der Andreas diese Änderung im Code gemacht. Rot heißt neuer Code und orange ist Code, den es vorher schon gab und der jetzt verändert wurde. Und jedes Rechteck ist eine Methode. Und wenn ich jetzt unsere automatisierten Tests starte, dann laufen ja viele von denen, weil die alt sind, da gar nicht drüber. Und um euch ein Gespür dafür zu geben, wie reichhaltig die Daten sind, mit denen man hier arbeiten kann und auch wie wenig die treffen, haben wir uns die Mühe gemacht, jeden Testfall einzeln zu vermessen. Und weil es langweilig ist, hier durch 5000 Dreamapps zu klicken, haben wir eine Animation gemacht, wo 30 Frames pro Sekunde, jeder Frame ist ein Testfall, alle Methoden, die ein Testfall ausführt, sind weiß und die werden dann langsam grün. Ich starte es mal. Jetzt sehen wir hier, laufen pro Sekunde 30 Testfälle. Es gibt eine Reihe von Testfällen, die laufen durch wenig Code. Es gibt andere, die laufen durch mehr Code. Und die Farbsemantik ist, alles, was mal durchlaufen würde, wird grün. Das heißt, unsere Änderungen sind immer noch nicht durchlaufen worden. Und von unseren damals 5000, jetzt 7000 Testfällen
sind überhaupt nur 4 durch den geänderten Code von dem Ticket gelaufen. Was eigentlich nicht verwundern darf, weil die ganzen alten automatisierten Tests, die wir geschrieben haben, die haben wir natürlich nicht im Hinblick auf, kriegt Java mal Closures geschrieben. Wir wussten ja gar nicht, ob das das irgendwann mal kriegt. Aber was auch klar ist, Tests, die überhaupt keine Codeänderungen durchlaufen, die können keinen neuen Fehler finden. Das heißt, den Aufwand kann ich mir sparen. Also, und wir haben einen ganzen Sack von empirischen Studien gemacht. Wir finden in 1% der Zeit, die es braucht, um alle Tests auszuführen, 80% der neuen Fehler und in 2% der Zeit 90% der neuen Fehler. So, das als letzte Beispielanalyse. Hier eine kurze Architekturfolie. Grundsätzlich ist die Teamskill-Architektur folgendermaßen aufgebaut. Wir haben sind eine Box. Wir hängen an allen Datenquellen. Am Versionskontrollsystem, am Ticketsystem und auch an Code-Collaboration-Plattformen wie GitLab, GitHub, Bitbucket und so weiter. Dann haben wir voll inkrementelle Algorithmen. Das heißt, immer wenn sich hier irgendwas ändert, wenn irgendjemand Commit macht auf irgendeinem Branch, dann laufen wir uns alle Analysen und in ein paar Sekunden haben wir frische Daten, die wir intern in NoSQL-Store speichern und über eine REST-API wieder an alle Werkzeuge, Code-Collaboration-Plattformen und sowas zur Verfügung stellen. Für einen ganzen Sack voll Sprachen. Analysetiefe variiert zwischen Sprachen, aber wir können alle Analysen, die ich gezeigt habe, für die typischen Sprachen. So, jetzt möchte ich die Motorhaube ein bisschen aufmachen und erst sagen, wie wir entwickeln und dann, wie es dazu kam. Ich habe hier mal die Entwicklung unserer Codegröße aufgetragen. Wir haben ungefähr 1 Million Zeilen, 2/3 davon Java, 1/3 JavaScript. Wir entwickeln an der konkreten Teamscale-Code-Basis seit 7 Jahren. Die ältesten Zeilen sind aber 13 Jahre alt. Wir haben aufgebaut auf einem Open-Source-Forschungsprojekt, was wir damals am Lehrstuhl gemacht haben, was leider rückblickend von Doktoranden für Doktoranden aus Sicht der Nutzbarkeit war, was aber von Analysecode her eine Reihe von Dingen hatten, die wir drin gelassen haben. Man sieht hier, der Code wächst. Es gibt aber auch Stellen, wo wir tatsächlich Dinge löschen, von denen wir gemerkt haben, dass wir sie nicht brauchen. Wo wir bewusst die Anstrengung machen, hier Dinge auszubauen, die wir nicht mehr brauchen. Wir releasen alle 6 Wochen, vollautomatisiert. Ich glaube, was auch nicht besonders überraschen dürfte, wir haben natürlich den Release und den Build und so weiter automatisiert. Wir setzen selber GitLab als Continuous Integration Plattform und Code Collaboration Plattform ein, seit ein paar Jahren. Wir sind vor einer Reihe von Jahren von Subversion als Versionskontrollsystem auf Git gewechselt und haben hier hier ist mal ein Screenshot von den Pipelines im GitLab, die unseren Build automatisieren. Um das ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. Wir haben ja 6 Wochen zwischen Major Releases. Und in der Zeit laufen ungefähr 2000 Pipelines, die 40.000 Jobs umfassen. Wir haben die ganze Build-Infrastruktur in der Google Cloud auf bis zu 70 parallelen Maschinen, die man da ja erfreulicherweise dynamisch dazu nehmen kann, die jeweils 4 CPUs und 16 GB RAM haben. Und haben, ich habe die Zahlen für Mai mal rausgezogen, ungefähr 20.000 CPU-Stunden nur für Builds, Tests und Deployments. Und erfreulicherweise ist das nicht so besonders teuer. Also ich glaube, hätten wir das vor 10 Jahren gemacht, hätte das einen großen Teil des Firmenbudgets aufgefressen. So, was wahrscheinlich auch relativ erwartbar ist, wir haben eine ziemlich klassische Testpyramide, wie man sie aus der Literatur kennt. Nicht so diesen Ice Cream Cone of Death, wie wir sie heute häufig in der Praxis sehen. Also wir haben sehr viele Unit-Tests, die in 3 Minuten durchlaufen. Wir haben sehr viel weniger UI-Tests, die aber 10-mal so lang laufen. Und wir haben sehr viele Tests parallelisiert, also die Unit-Tests laufen parallel zu 2 Pipelines, 2 Jobs hier an UI-Tests. Das heißt, die verschiedenen Layer können wir parallel ausführen. Hier ist auch ein bisschen vereinfacht dargestellt. Trotzdem, das ist das Bottleneck. Die UI-Tests sind zwar in 2 parallelen Jobs, aber die brauchen jeder eine halbe Stunde. So, natürlich setzen wir Teamscale bei der Teamscale-Entwicklung selber ein. Von Anfang an. Alles andere wäre ja auch dämlich. Nicht nur, weil es der inneren Hygiene und dem Selbstverständnis sonst widersprechen würde, sondern auch, weil es bedeutend angenehmer ist, Fehler selber zu finden, als sie bei Kunden zu finden. Weil, auch wenn unter uns gesprochen, unsere Qualitätsanalyse-Software viel weniger kritisch ist, als die meisten Systeme, die wir beim Kunden analysieren, weil es nicht um Leben und Tod geht, sondern um, jetzt finden wir einen Klon oder nicht. Es ist trotzdem für uns extrem unangenehm, weil natürlich, wenn wir irgendeinen Fehler in Teamscale haben, das lässt uns jahrelang im Kaffeegespräch beim Kunden nicht los. Weil die es natürlich uns gerne immer wieder aufs Brot schmieren, wenn was durchrutscht. Ich habe hier über diese Zeilenkurve mal die Findingskurve aufgetragen.
Natürlich gibt es auch bei uns Stellen im Code, wo wir sagen, so sollte es eigentlich nicht sein. Finding ist für mich der Oberbegriff zwischen Klon, Guideline Violation, Architekturverletzung und so weiter. Und häufig entsteht sowas, wenn eine neue Sprachversion kommt oder wir uns irgendeine neue Regel auferlegen. Das heißt, bis gestern sah der Code verhältnismäßig gut aus, jetzt haben wir beschlossen, wir machen irgendwas anders. Teamscale analysiert die vollständige Versionshistorie und plötzlich haben wir ein paar tausend Findings neu. Und wir haben alle zwei Wochen mittwochs einen sogenannten Maintenance Day, wo jeder selber entscheiden kann, an was er arbeitet. Und viele räumen dann Dinge auf, die ihnen so nicht gefallen. Oder aus einer Code-Retro oder sowas kommen Punkte auf, die damit aufgeräumt werden. Unsere Erfahrung ist, dass das der leichtgewichtigere und nachhaltigere Mechanismus ist, als wenn wir sowas in der Sprintplanung als eigenes Backlog-Ticket für viele von den kleinen Dingen mit aufnehmen. Für die größeren wird es trotzdem ein Backlog-Item. Wir setzen natürlich auch die anderen Analysen wie eine TestGap-Analyse selber ein. Hier ist ein Screenshot von einem Ticket aus unserem Jira, wo man hier die Methoden sieht, die angefasst wurden. Und zu dem Zeitpunkt waren noch nicht alle getestet. Und Teil unserer Definition of Done, hier ein Screenshot aus dem GitLab, ist, dass es keine trivialen Testgaps mehr gibt. Was ist damit gemeint? Wenn ich irgendwelche dumpfen Getter und Setter habe, da wird jetzt nicht erwartet, dass das nochmal auf Teufel komm raus getestet wird, wenn ich sage, das ist too trivial to test. Aber alles Nicht-Triviale muss getestet werden, sonst geht es nicht, sonst darf es nicht gemerged werden. Und ich hatte vorhin die Testpyramide mit dem Teil als dem, der am langsamsten ist und das größte Bottleneck. Hier haben wir die Test-Impact-Analyse, die ich vorher gezeigt hatte, bei uns selbst drin. Hier ist mal ein Screenshot von unserem internen Monitor. Ich weiß nicht, ob man es von hinten lesen kann, deswegen lese ich es vor. Das sind die beiden Jobs, die laufen 21 Minuten und 27 Minuten, wenn man so voll ausführt. Und wir haben eine Feature-Branch-basierte Entwicklung. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand irgendein neues Ticket verarbeitet, wird da ein Branch von weggeforkt, der erst gemerged werden darf, wenn das Review durch ist. Und bei uns ist es so konfiguriert, auf dem Main-Branch, da laufen immer alle Tests. Aber auf unseren hunderten Feature-Branches laufen bloß die Impacted-Tests. Und man sieht hier ganz gut, wie viel Zeit pro Testlauf gespart wurde. Hier angefangen von 8 Minuten bis 23 Minuten. Und hier ist nochmal aufgedröselt, der rote Teil ist die Zeit, die Gradle braucht, um den Test zu starten. Der hellgrüne Teil ist, wo VMs hochgefahren werden mit Testdaten drin. Und der dunkelgrüne Teil ist die eigentliche Testausführung. Und wir haben hier auch Fälle, wo die Test-Impact-Analyse von Anfang an schon sagt, du brauchst gar keinen einzigen Test ausführen, weil es wird keinen Fehler finden können, weil keiner der existierenden 7000 Tests läuft da überhaupt durch, oder in dem Fall 277 UI-Tests. Und natürlich ist es eigentlich schlecht, aber es ist gut, es früher zu wissen und nicht eine halbe Stunde dafür warten zu müssen. So, das beendet den... Ja, gerne. Dass man einen neuen Test schreiben muss. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, danke für die Frage. Teil vom Review ist, dass man gucken muss, ist die Testautomatisierung ausreichend. Und wenn es jetzt nicht irgendein internes Feature ist, was wir als Test, als Prototyp irgendwie gebastelt haben, den wir releasen, dann muss es dafür einen automatisierten Test geben. Es kann sein, dass der nicht auf UI-Ebene sein muss. Also das, was ich gezeigt hatte, war ja diese oberste Ebene. Hier wollen wir ja eigentlich nicht so viele Tests haben, weil die zäh sind und lange laufen und auch schwer zu debuggen sind. Aber in dieser Sicht habe ich über alle Teststufen die Coverage hinweg. Und hier muss ich einen Test nachweisen, sonst habe ich wenigstens Rechtfertigungsbedarf im Review. Genau. So, jetzt kommt der Teil vom Vortrag, wo ich stärker auf die Änderungen und Erfahrungen eingehe. Gibt es vorher Fragen zu, was wir bauen und wie wir es bauen? 10 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich viel verändert. Nicht nur, dass man hier unfreiwilligerweise erkennt, dass ich offensichtlich immer genug zu essen bekommen habe, sondern ich möchte ganz kurz eingehen, wie sich die Firma verändert hat, um die externen Faktoren klarzumachen, die bei uns zu den unterschiedlichen Änderungen geführt haben. Wir haben vor 10 Jahren gegründet, damals als Spin-off aus der TU München aus dem Lehrstuhl, und ich habe die anderen drei Gründer im Rahmen der Promotion kennengelernt. Wir haben erst 2011 das erste Büro gemietet und den ersten Kollegen angestellt, weil wir vorher noch vor allem mit der Promotion beschäftigt waren. Und wir haben erst 2014 die erste Version von TeamScale released. Davor haben wir Beratung gemacht auf Basis von einem Open-Source-Werkzeug.
Und Vorteil von einem Open-Source-Werkzeug war, wir durften es auch kommerziell einsetzen, weil ich weiß nicht, wer hier aus München ist und die TU München kennt. Die schreibt sich immer so auf die Fahnen, die sind diese Entrepreneurial University und unterstützen Unternehmertum. Das Einzige, was wir von der TU an Feedback zur Gründung bekommen haben, war die Ansage von der Rechtsabteilung, dass wir denen Geld geben müssen, um den Forschungsprototypen einsetzen zu dürfen. Da haben wir gesagt, nee Jungs, das ist Apache Open Source, das darf jeder auf der ganzen Welt umsonst verwenden, sogar wir. Also es war nützlich, das aus der Uni rauszukriegen, aber natürlich ist es schwer zu verkaufen, wenn es jeder umsonst von der Webseite runterladen darf. Außerdem war es ehrlich gesagt rückblickend viel zu schwierig zu verwenden, weil es den Use Case unterstützt hat, den wir damals selbst hatten, nämlich in der Forschung schnell eine neue Analyse bauen. Aber in der Praxis habe ich den Use Case, ich will wissen, wo ich Qualitätsprobleme habe. Da will ich nicht erst ein eigenes Typsystem lernen, eine eigene grafische Programmiersprache, um mir per Pipes und Filters eine Analyse zusammen zu konfigurieren und so weiter. Sondern ich will was installieren und schnell Feedback auf meinen Code. Und das haben wir in den ersten 5 Jahren gelernt. Zweitens haben wir gelernt, dass so ein Qualitätsanalysewerkzeug einem sofort relevantes Feedback zur eigenen Arbeit geben soll. Nicht morgen die große Liste fürs ganze Team. Damals hatten wir ein Batch-Analyse-Werkzeug, wie es die meisten anderen Werkzeuge auch sind. Das heißt, ich fütter meinen Code rein, es analysiert und gibt mir eine lange Liste raus. Wenn ich was ändere, analysiert es wieder, als gäbe es keinen gestern den ganzen Code und gibt mir Stunden später wieder die ganze Liste. Und unsere Erfahrung ist, dass das bei großen Systemen, wo das gerade wichtig ist, nicht nützt. Wir haben vor ein paar Wochen einen Rekord gehabt, da haben wir auf ein historisch gewachsenes System nur die Clone Detection laufen lassen und 400.000 Klone gefunden. Und die typische Reaktion ist, dass man sofort wieder deinstalliert. Ja? Man hat schon genug Probleme, man will nicht hier noch so eine lange Liste. Weil ja ganz viel von dem Zeug ist irgendwas Altes, von dem man gar nicht mehr weiß, ob sich hier verändert. Also, aber um sofort relevantes Feedback zum eigenen Code zu kriegen, muss ich inkrementelle Algorithmen haben, auch für globale Analysen wie eine Clone Detection, die mir direkt beim Commit oder idealerweise vor dem Commit Feedback geben. Und dafür mussten wir leider das, was wir da drüben gebaut haben, in die Tonne hauen von der Architektur und mit Teamscale eine andere Architektur bauen. So, von der Größe her, wir waren damals 10, sind jetzt 35 und da relativ schnell gewachsen. Was hier, um den Rest zu verstehen, noch wichtig ist, wir haben ganz bewusst keinen Investor drin. Das heißt, wir wachsen von Anfang an aus eigener Kraft profitabel, was aber auch heißt, dass wir alles, was wir uns an Qualitätsanalyse überlegen, für die eigene Entwicklung selber bezahlen müssen. Als wir an der Uni waren, hat es immer geheißen, Mensch, ihr macht Reviews, das könnt ihr ja, an der Uni habt ihr ja Zeit. Es war nicht so. Wir mussten unsere Promotion ja damals schon zum großen Teil in der Freizeit machen, weil man gefühlt auch an der Uni nie Zeit hat. Ich sage das deswegen, weil sonst ist so dieser Allgemeinverdacht, man sitzt da am Elfenbeinturm und redet von der Kanzel über Softwarequalität. Hier haben wir natürlich eine andere Umgebung, wo wir immer mit unserem eigenen Zeit und unserem eigenen Geld in diese Qualitätssicherungsmaßnahmen investieren. Das heißt, es kann natürlich sein, dass manches davon Quatsch ist, aber wenigstens glauben wir, dass es stimmt. Wir machen es mit unserer eigenen Karriere. So, wir waren damals zu viert. Das heißt, wir waren gleich alt, hatten die gleiche Ausbildung, weil wir uns in der Promotion kennengelernt haben und haben alle Aufgaben gemacht. Egal, ob das Entwicklung war oder Kundenkontakt oder Vorträge, jeder von uns hat im Grunde genommen alles gemacht. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht mehr. Wir sind jetzt 35 unbefristet Festangestellte plus ungefähr 20 Studenten. Und die Älteren unter uns kennen das, die Absolventen werden jedes Jahr ein Jahr jünger. Trotzdem wir sehr homogen sind in Sachen Ausbildung. Von den 35 ist eine Teamassistenz und 34 Informatiker. Es wird natürlich das Team heterogener in Sachen Erfahrung, weil manche seit Gründung dabei sind und manche sind jetzt ganz frisch dazugekommen und wir müssen uns natürlich anders organisieren als damals. Das hier ist unser erstes Büro. Da brauchten wir nicht viel Kommunikationsinfrastruktur. Alles, was irgendwie passiert ist, hat man in einer Kaffeepause mitbekommen. Jetzt haben wir ein eigenes Gebäude, wir haben in München ein Grundstück gekauft im Westen und da selber drauf gebaut, sind im Januar eingezogen und haben auch nicht nur in München Kollegen, sondern haben auch ein zweites Office in Darmstadt und eine Reihe von Kollegen, die remote arbeiten. Übrigens nicht, weil der Top-Down-Weltherrschaftsplan ergeben hat, Fulda oder so, sondern weil wir halt Kollegen haben, weil es uns wichtig ist, dass die mit uns arbeiten, das können, was wir brauchen, dann menschlich zu uns passen und dann müssen wir Kompromisse machen, wo die sonst sind. München ist gerade in Sachen Immobiliensituation nicht besonders attraktiv und haben eine Reihe von Kollegen, die sind halt hergekommen und sind jetzt mit Kindern zurückgegangen, wo die Eltern und Schwiegereltern helfen können beim Kinderbetreuen. Und
wir aber froh sind, dass sie weiterhin bei uns sind. Das heißt, zurück zu den Anforderungen, wir brauchen halt auch Prozesse, die einen Remote-Stand-up ermöglichen und die diese verteilte Arbeit hinkriegen. Und letzte Dimension, wir haben irgendwie 3 Kunden gestartet, wo jeder, der entwickelt hat, auch Kundenkontakt hatte. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, konnte man es direkt reparieren. Oder wenn man gemerkt hat, irgendwo fehlt ein kritisches Feature, konnte man es direkt einbauen. Jetzt haben wir über 100 aus den unterschiedlichsten Branchen und mussten ironischerweise einen Prozess einbauen, der genau das verhindert. Warum? Weil es blöd ist, gerade in der Innenwirkung, wenn man den Eindruck hat, Mensch, wir haben viel mehr Anforderungen, als wir umsetzen können, und jetzt kriegt dieser Kunde immer Vorrang, weil da ist der Elmar oder der Benny oder der Lars beim Kunden und deswegen packt er das auch in die Entwicklung rein. Das führt nicht zu einem Standardprodukt, sondern birgt die Gefahr, dass man das BMW oder das Siemens oder das München Rückteamscale baut, was ja nicht unser Ziel ist. Außerdem fühlt man sich ungerecht behandelt, wenn man bei seinem eigenen Kunden den Eindruck hat, das Feature ist doch wichtig, aber kommt nicht rein, weil irgendwer anders bei einem anderen Kunden ist. Also wir haben hier viel im Prozess getan, um eine vernünftige Priorisierung der Requirements hinzukriegen. So, und jetzt ist der Punkt, wo ich Ende Firmenvorstellung, jetzt geht es bloß noch um, wie entwickeln wir. Und ich habe vor dem Vortrag lange darüber nachgedacht, was ein guter Filter ist, um relevante Erfahrungen zu filtern. Weil die Gefahr, die ich bei so einem Vortrag sehe, ist, wie beim Klassentreffen, die ganzen alten Schoten sind nur witzig für die, die damals dabei waren. Und ich habe bewusst jetzt nur noch Themen drin, die ich damals spannend fand und die ich heute noch spannend finde und über die wir entweder jetzt anders denken als damals oder damals wie heute alle anderen immer sagen, das ist Quatsch, für uns aber trotzdem gut funktioniert. Und das eines der beiden Themen, über die ich sprechen möchte, ist, wie wir Code Reviews machen. Wir machen von Anfang an flächendeckend Code Peer Reviews. Das heißt, es gibt keine Zeile im Code, die nicht wer anders gereviewt hat, bevor die released werden darf. Und das machen wir von Anfang an, schon zu Lehrstuhlzeiten. Und der Stellenwert von Reviews hat sich gar nicht verändert, das Tooling und unser Prozess aber schon. Angefangen haben wir vor 14 Jahren an der Uni oder vor 10 Jahren in der Firma mit Subversion als Versionskontrollsystem. Damals haben wir alle auf Trunk gearbeitet. Und auch die Reviews waren alle auf Trunk. Und wenn wir released haben, haben wir danach einen Release-Branch gezogen, wo Bugs gefixt wurden und die Entwicklung ging danach auf einem, halt am neuen Trunk los und Bugs wurden runtergezogen. Bugfixes wurden runtergezogen. Das hat für uns sehr gut funktioniert für die ersten Jahre, als wir ein relativ kleines Team waren und als wir verhältnismäßig wenig Kunden hatten, was uns damals aber nicht klar war, dass es ein wichtiger Faktor war. Und mein erster Vortrag auf dem Clean Code Days war 2014 und da habe ich darüber gesprochen, wie wir damals gereviewt haben. Und damals sah der Prozess so aus, dass die Unit of Work für das Review war das Ticket und hier ist der Zustandsautomat, den das Ticket durchläuft. Solange jemand dann arbeitet, darf man nicht reviewen, weil wenn ich selber weiß, es ist nicht fertig, dann will ich da kein Feedback zu. Das ist Zeitverschwendung für alle Beteiligten. In dem Moment, wo das Ticket in den Zustand Ready for Review geht und da gibt es einen Quality Gate, man darf das nur auf Ready for Review setzen, wenn das Werkzeug, damals Concord, jetzt Teamscale, keine Probleme mehr findet. Weil sonst ist wieder Zeitverschwendung. Das ist sonst wie wenn ich einen Text, den ich nicht gespellcheckt habe, zum Review gebe, da findet man lauter oberflächlichen Kram und die richtigen Probleme findet man nicht. Wir haben das auch in Studentenpraktika eingesetzt und ich hatte mit einem Studenten mal die Diskussion, der hat mit mir 3 Review-Zyklen gemacht und im dritten Review-Zyklus habe ich ihm gesagt, Mensch, Moritz, das musst du alles löschen, weil das gibt es alles in der Bibliotheksfunktion. Und da hat er mir gesagt, ey, warum sagst du nicht in der ersten Runde? Das ist doch gemein. Und dann habe ich, das war nicht gemein gemeint, sondern in den ersten beiden Review-Runden war so viel Gemüse, also so viel triviale, oberflächliche Findings, dass ich es nicht tief genug verstanden hatte, um zu sehen, dass man es eigentlich alles löschen muss. Das heißt, das machen wir immer noch genauso. Code darf keine automatisiert findbaren Probleme mehr enthalten, bevor er ins Review gehen darf. Und dann tickert der so lange rum, bis er keine Probleme mehr hat und dann macht ihn der Reviewer grün. Das ist noch wichtig, weil wenn ich in der Literatur nach Code-Review-Definitionen suche, ist häufig das Review abgeschlossen, wenn die Probleme aufgeschrieben sind. So eine typische akademische Sicht. Aus unserer Sicht ist ein Review dann abgeschlossen, wenn die Probleme behoben sind oder der Review überzeugt, dass das keine Probleme sind. Und wir haben damals, als wir alle auf Trunk gearbeitet haben, mit einem die Code-Farbe, weil zu einem Ticket ja beliebig viele Dateien gehören können, mit
im Code selber kodiert. Da gab es einen Hashcode, der war robust gegenüber Umformatierungen und da stand drin, ob der gelb, grün oder rot war. Und wenn sich der Code nach dem Review wieder verändert hatte, hat er nicht mehr zum Hashcode gepasst und war deswegen automatisiert wieder rot. Manche gucken ein bisschen skeptisch, völlig berechtigt. Ist ein sehr kompliziertes Verfahren, was nicht anders ging damals, weil wir kein besseres Tooling hatten, um auf so einer Trunk-basierten Entwicklung zu reviewen. So, inzwischen hat sich unser Prozess aber stark verändert. Und der Hauptgrund dafür ist, dass wir mehr Kunden haben. Warum? Weil, wenn man mehr Kunden hat, hat man nicht nur sehr viel mehr User, die Bugs finden können, sondern man hat auch sehr viel mehr unterschiedliche Kombinationen bei Kunden, die zu Fehlern führen können, die man vorher nicht kannte. Das ist auch so ein großer Umdenkprozess. Wenn wir früher zur Lehrstuhlzeit ein Meeting hatten mit irgendeinem potenziellen Forschungspartner und die uns gesagt haben, sie haben so viele Fehler in Produktion, haben wir immer gedacht, die haben keine Ahnung, wie man richtig testet. Inzwischen sind wir da ein bisschen bescheidener, weil wir selber in Fehler bei Kunden reingelaufen sind, die nur auftreten in einer gewissen Version des Versionskontrollsystems, in einer gewissen Ticket-Level-Version und vielleicht in einer gewissen LDAP-Version, wo dann vielleicht sogar das LDAP-Protokoll, was da implementiert ist, sich gar nicht an die Spezifikation hält. Aber das ist ja dem Kunden berechtigterweise egal. Wir kamen nicht auf die Idee, dass es LDAPs gibt, die sich nicht an die Spezifikation halten, trotzdem funktioniert es halt nicht. Oder wir hatten vor ein paar Jahren ein paar Fehler, wenn wir Git-Repos ausgelesen haben, deren Historie nicht aus Git war, sondern die irgendwie defekt da rein migriert wurden. Da gibt es dann teilweise Git-Historien, die darf es eigentlich gar nicht geben, wenn man die mit Git gebastelt hätte. Die gibt es halt aber trotzdem. Und das waren Fehler, in die wir auch bei Kunden reingelaufen sind, die wir dann teilweise vor Ort debuggen und fixen, die aber Druck erzeugen, schneller releasefähig zu sein. Wenn ich so einen Fix habe, will ich direkt releasen und ich will aber vielleicht ein paar Features mit drin haben und wenn ich so eine Trunk-basierte Entwicklung habe, geht es nicht gut. Und deswegen sind wir schon vor ein paar Jahren auf eine Feature-Branch-basierte Entwicklung, die wahrscheinlich viele im Raum grundsätzlich kennen, umgestiegen, wo jede Änderung auf dem eigenen Branch passiert und erst wenn das Peer-Review abgeschlossen ist, darf die gemerged werden. Und releasen tue ich immer dann, wenn bei uns fährt der Release-Train alle 6 Wochen ab und die Features, die zu dem Zeitpunkt durch Review durch sind, wo alle Tests laufen, wo ich meine Definition of Done-Checklist erfüllt habe und so weiter, die gehen rein. Und was halt nicht fertig geworden ist für den Release-Train, sorry, das muss halt 6 Wochen warten bis zum nächsten Release. So, wie sieht es konkret im Werkzeug aus? Ich habe hier mal diesen Zustandsautomat von unseren Jira-Tickets. Und hier ist oben der Review-Zyklus und wird das an einem Beispiel kurz durchgehen. Ich habe hier ein Ticket, Deep Nesting in Repository Content Up Database. Das ist entstanden aus einer Code-Retrospektive und ist so ein typisches Preventive Maintenance Ticket. Auf Deutsch, die Cluster macht schon, was sie soll, aber irgendeine Methode ist zu tief geschachtelt für unseren Geschmack, weil sie einfacher verstehbar sein könnte. Und der Lars hat das Ticket assigned bekommen und der Andreas macht das Review. Und ich habe hier unten jetzt immer eingeblendet, in welchem Tool wir gerade sind. Und hier ist so die Historie. Und hier sieht man, wie es zwischen Rework und Review hingegangen ist. Wir machen unsere Reviews selbst im GitLab. Hier sieht man in Rot die Zeilen, die gelöscht wurden durch die Änderung vom Lars und Grün, was neu dazugekommen ist. Und der Lars hat im Grunde genommen einen Extract Method Refactoring gemacht, um den Code hier oben hier runter rauszuziehen. Und hier sieht man den Review-Kommentar vom Andreas, der gesagt hat, muss man wahrscheinlich im Detail von hinten nicht lesen können, dass er die Methode einfacher zu verstehen fände, wenn man hier die Reihenfolge der Parameter umdreht. Und das hat der Lars dann im nächsten Commit auch gemacht. Und dann, jetzt sind wir wieder im GitLab, da muss der Branch vom Reviewer gemerged werden. Das haben wir ganz bewusst. Ich kann als Autor nicht mergen, weil dadurch der Qualitätsanspruch hoch bleibt, weil der Reviewer überzeugt sein muss, bis man mergen darf. Ist das eine Frage? Nee, okay. Jetzt sind wir im Teamscale. Ich sehe, wir analysieren jedes Ticket und jedes Commit und ich sehe hier, die Datei wurde geändert. Ich sehe das Nesting Depth Finding, was wir vorhin im Teamscale hatten, dass der Code da nicht gut genug strukturiert ist, ist raus. Und ich sehe auch die Historie zu dem Ticket. So, das war so die Loophole-Sicht auf ein einziges Ticket. Wir haben das in den letzten 5 Jahren ungefähr 7000 Mal gemacht, diesen Review-Zyklus. Und ich wollte noch auf ein paar Sachen eingehen, wo es gehakt hat. Weil das war jetzt ja ein
bewusst simples Beispiel, damit es auf eine PowerPoint-Folie passt und man schnell erklären kann, ohne viel Kontextwissen. Wo es bei uns vor ein paar Jahren mal gehakt hat, war, dass im Prozess zu viele Tickets liegen geblieben sind. Und Review ist ja eh was zäh ist. Weil mit der Bitte nach Feedback ist doch immer der Wunsch nach Lob verbunden. Das kriegt man im Review aber nie. Schreibt ja nie jemand, to do weiter so. Sondern es kommen immer nur Probleme zurück. Das heißt, mir ist zwar abstrakt klar, Review ist wichtig, aber Spaß macht es trotzdem nicht so richtig viel. Und es ist insbesondere doof, wenn ich lange auf ein Review warte. Und hier haben wir auch in dem Teamscale-Dashboard selber mal die Query, wie viele Tickets warten denn schon seit mehr als 14 Tagen auf Reviews? Was Mist ist, weil wenn ich 2 Wochen später erstmal ein Review kriege, dann habe ich ja wieder ein Stück weit vergessen, was ich da eigentlich gemacht habe. Und wir haben inzwischen ein Dashboard, wo wir regelmäßig reinschauen, wo wir Tickets tracken, die länger als 3 Tage auf ein Review warten oder die, wo ein Review vorliegt und die länger als 5 Tage nicht eingearbeitet wurden. Und haben das im Prozess drin, es ist in Stand-Ups und so weiter. Und dadurch ist es auch stark zurückgegangen. Also das ist was geholfen hat, um da diese Wachstumsschmerzen rauszukriegen. So, jetzt noch eine Ebene höher. Warum machen wir Reviews? Wenn ich in die Literatur schaue, ist ja die naheliegende Antwort, weil der Code besser wird. Noch spezifischer, weil ich Fehler finde. Wenn ich mir die alten Review Papers anschaue, die alten empirischen Studien zu Reviews, da wird Review-Nutzen immer über Fehler argumentiert. Ich weiß nicht, wer macht denn selber Code-Peer-Reviews bei sich in der Organisation und hat das mal gemacht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Unser eigenes Empfinden ist, dass das, was man meistens findet, man findet auch Fehler, aber das, was man meistens findet, sind nicht Fehler, sondern Dinge, wo der Code schwer verständlich ist oder nicht gescheit dokumentiert ist oder nicht richtig getestet ist, also technische Schulden, die nicht direkt zu einem Bug führen. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, mit einer empirischen Studie das zu quantifizieren. Der Moritz, übrigens der gleiche, den ich im Praktikum mal seinen Code habe löschen lassen, hat im Rahmen der Masterarbeit quantifiziert, was wir in Reviews finden. Und das auch vor 5 Jahren auf einer Konferenz veröffentlicht. Und da hat sich 100 Tickets genommen, die zeitlich hintereinander waren, und 100 Tickets random gesampelt und hat für jedes Ticket den Review aus der SVN-Historie damals gezogen und geguckt, welche Probleme finden wir eigentlich. Und die dann klassifiziert in Wartbarkeitsprobleme und funktionale Probleme. Und witzigerweise gab es gleichzeitig 2 andere Forschergruppen, eine in Skandinavien und eine bei Microsoft Research, die sich die gleiche Frage parallel gestellt haben. Wir haben dann danach auch mit denen zusammen veröffentlicht. Und die kamen zu ziemlich dem gleichen Ergebnis. Also quantitativ ist höchstens 1/4 funktionale Probleme und 3/4 sind Wartungsprobleme. Jetzt ist die Frage, gibt es davon mehr oder findet man die leichter oder ist Code, der wenig Wartungsprobleme hat, auch korrekter, weil man besser versteht? Wahrscheinlich eine Mischung davon. Aber was ich mitgeben will, ist, wenn ihr selber bei euch in der Organisation für Reviews werben wollt, ist es sinnvoll, den Fehlerfinden-Aspekt nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken, weil es eigentlich ein Nebenaspekt ist. Für mich ist ein viel wichtigerer Aspekt, ehrlich gesagt, neben der Code-Verbesserung, was es mit dem Team macht. Weil für mich Peer-Reviews die Grundlage sind, um als Entwickler wachsen zu können, weil ich Feedback zu meiner Arbeit kriege und mir natürlich auch mehr trauen kann, mich mehr trauen kann, mir mehr zutrauen kann, weil ich nie alleine schuld bin. Wenn ich einen Bug einbaue, ist er immerhin mal dem Reviewer auch durchgerutscht. Und dritter Aspekt, Wissenstransfer. Das ist die Liste aller Namen, die an Teamscale mitentwickelt haben. Und das hätte nicht geklappt, wenn wir nicht über Reviews den impliziten und expliziten Wissenstransfer dabei mitgehabt hätten. Und es hat den Effekt, dass man sieht im Code nicht an, wer ihn geschrieben hat. Ich weiß natürlich, das Algorithmus mit dem Scheduler, die wird der Benny gebaut haben. Das weiß ich, weil das immer der Benny macht. Aber wenn ich eine random Datei aus dem Code ziehe, dann sehe ich der nicht durch Formatierung oder wie kommentiert ist oder wo die Klammern sitzen oder sowas an, wer das jetzt genau war. Dadurch fühlt es sich viel mehr als ein gemeinsames Produkt an und es gibt keine Bereiche, die nur einer kennt. Es hat mindestens mal wer anders noch gereviewt. Und dadurch, egal wer wann im Urlaub ist oder wie die Belastungslage ist, kann man viel einfacher Tickets einer größeren Menge an Personen zuweisen. Was sich aber verändert hat, es gibt inzwischen ein Kernentwicklungsteam,
mit 15 oder 20 Personen drin. Und es gibt kein Review, wo der Reviewer nicht aus dem, wo nicht der Autor oder der Reviewer aus dem Kernentwicklungsteam ist. Das ist eine Regel, die wir vor ein paar Jahren eingeführt haben, die wir am Anfang nicht hatten. Herbert? Der jemals das erkennt, meine positiven Effekte, wenn ich bei dir erkenne, auch den Effekt, wie immer mit dem Autor Feedback, Autor hat andere Meinung. Dann ist irgendwie so kulturelle Reibungsverlust, das heißt, also, ja. Und sehr klar, Rezept mit dem Umgebreiter doch subjektiver, zumindest teilweise das Feedback. Habt ihr ein Rezept dafür? Oder? Ja, also. Nicht so eine Reibung reinkommt? Ich glaube, also die wichtigste Regel, wir reviewen immer das Arbeitsergebnis und nicht die Person. Das heißt, man muss immer schauen, dass das Review sich ausschließlich auf den Code bezieht und nicht, und auch nicht als persönliches, genau, das sagt, ich glaube, dass es vor allem nicht als persönliche Kritik wahrgenommen wird. Und ich habe den Eindruck, was das am besten befeuert, ist, wenn jeder, der Review-Empfänger ist, auch selber Reviews schreibt. Weil in dem Moment, wo ich ein Review schreibe, da weiß ich ja, ich kritisiere jetzt dieses Stück Code. Ich kritisiere nicht den Herbert. Und das heißt aber auch, wenn ich eins kriege, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich das als solches wahrnehme. Wir haben tatsächlich relativ lange unsere Studenten auch als erste Maßnahme uns Review, also unseren Code reviewen lassen und nicht als erstes ein Review abgegeben, um auch dieses Mindset reinzukriegen. Und trotzdem hat man natürlich Diskussionen und da hatten wir aber auch die Regel, wenn der Reviewer den Code nicht versteht, es kann ja sein, der Code ist zu kompliziert oder der Reviewer ist zu doof, da gibt es die Default-Antwort, der Code ist zu kompliziert. Weil ich auch als Autor ein paar Monate später von der Perspektive viel näher an der Reviewer-Perspektive bin, weil ich es ja selber nicht mehr so genau kenne. Und ich glaube, insgesamt ist es wichtig, dass man eine Firmenkultur hat, die so ein viel konstruktives Feedback, was auch kritisch sein kann, erlaubt, ohne dass man das zu persönlich nimmt. Da gibt es aber, glaube ich, nicht das eine Silver Bullet, sondern das ist was man, wo man immer dran arbeiten muss. Hier war eine Frage. Was ist das Kriterium, das zum Core Developer Team gehört? Das ist bei uns eine Organisationszuordnung. Und das ist typischerweise, dass man einen substanziellen Teil seiner Zeit da verbringt und auch schon relativ lange daran mitentwickelt hat. Erfahrung. Plus auch Teilnahme an den Stand-ups und den ganzen Architekturdiskussionen. Wir haben auch Kollegen, die in Kundenprojekten sind, die vielleicht mal einen Bug fixen und die vielleicht früher mal mitentwickelt hatten, aber eine Reihe von Architekturdiskussionen oder Veränderungen aus den letzten Jahren nicht so mitbekommen haben, wo das Entwicklungsteam gesagt hat, wir wollen wenigstens im Review bei so einem Fall einen aus dem Kernteam dabei haben, um sicherzustellen, dass nicht irgendwas architektonisch wegdriftet. Weil es kann ja Sinn machen, dass es genau richtig ist, dass der aus dem Kundenprojekt den Kundenbug da fixt oder dieses eine Feature einbaut und dann wollen wir aber trotzdem den Review aus dem Core-Team. Auch eine sehr gute Frage, wie machen wir das Assignment, wer der Reviewer wird? Haben wir keinen Automatismus, sondern wird manchmal ist es ganz natürlich, sprichst mit irgendwem bei der Kaffeepause dieses Ticket immer durch, dann kriegt er es auch zum Review. Teilweise ganz bewusst für Wissenstransfer, weil wir wollen, dass jemand anders den Code noch kennenlernt. Oder teilweise, wenn es irgendwas Kritisches ist, Reviews, in der Regel gibt es einen Kreis von 2 oder 3. Wenn wir am Scheduler zum Beispiel was ändern, dann Revit ist immer einer der 3, die am längsten dabei sind, die auch die Entwicklungsteilteams leiten. Micha? Ja. Wir müssen darüber sehr lange diskutieren, auf jeden Fall war am Ende die Arbeit ein Stück weit umsonst oder meine Arbeit war umsonst. Ja. Ich finde es grundsätzlich besser, im Pair-Programming zu arbeiten. Das ist jedenfalls unser Default-Mode. Und dann werden manche Konflikte halt sofort ausgetragen, bevor halt eben Arbeit umsonst getan wurde. Wichtiger Punkt. Unsere Meinung ist nicht, dass man ausschließlich über Review-Kommentare miteinander kommunizieren darf. Also Pair-Programming ist bei uns ein gültiger Review-Modus und wenn ich was im Pair gemacht habe, dann darf ich das auch direkt mergen. Dann muss das nicht nochmal durch den Review-Zyklus, weil es gereviewt ist. Wenn wir größere Änderungen machen, gibt es auch häufig eine Design-Session, wo vorher besprochen wird, wie es gemacht wird. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass für uns Pair-Programming nicht der richtige Modus ist für immer, weil es dann funktioniert, wenn du gleichzeitig ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit entwickelst. Als ich mit Benny damals noch gepairt habe, wenn der Benny gefahren ist, der Benny ist der beste Entwickler, den ich je kennengelernt habe. Wenn der Benny gefahren ist, habe ich es nicht verstanden. Wenn ich gefahren bin, ist mir der Benny vom Stuhl gefallen, weil ich ihm zu langsam irgendwelche Sachen bedient habe.
Und da war es effizienter, dass wir quasi ein asynchrones Pair-Programming machen. Wie wir es damals über die Farben gemacht haben oder jetzt über GitLab. So, ich möchte im letzten Teil des Vortrags noch kurz besprechen, was diese Erfahrung aus Code Reviews für den Rest der Firma bedeuten. Weil diese Umgebung, in der ich Verantwortung übernehmen kann, weil ich weiß, ich bin nie alleine schuld und weil ich Feedback auf meine Arbeit kriege und weil ich dadurch mich auch trauen kann, größere Aufgaben zu übernehmen, das ist ja was, das ist nicht nur in der Entwicklung nützlich. Und ich möchte auf zwei Dinge eingehen, einmal naheliegend Reviews außerhalb von Code und dann, was das für unsere Organisationsstruktur bedeutet. Naheliegend, dadurch, dass wir von Anfang an Code-Reviews gemacht haben, bevor es die Firma gab, ist Review was bei uns tief in der Firma verwurzelt ist. Wir reviewen im Grunde genommen alles. Hier ist mal ein Beispiel von einem Kundenangebot aus einer frühen Review-Phase. Ich habe auch diesen Vortrag zweimal intern als Probevortrag gehalten, weil die gereviewt werden. Und da ist es ähnlich im Code-Review, da freue ich mich jetzt nicht drauf, ja, weil mir die Kollegen oft sehr viel unverblümter Kritik reinreiben, als es meistens höfliche Konferenzgäste tun. Aber trotzdem ist es gut für die Qualität vom Vortrag. Bis hin zu, wir fahren zweimal im Jahr mit der Firma auf Klausur, wo wir zwei Tage aus dem Tagesgeschäft raus sind in irgendeinem Alpenhotel, um reflektieren zu können über die Arbeit der Firma. Und dann machen wir SWOT-Analysen, die den kompletten Firmenorganisationsprozess in Frage stellen und wo meistens die Teams uns dann Hausaufgaben als Gründer und Geschäftsleitung mit ins Buch schreiben. Manchmal gibt es was die Teams selber machen können, manchmal ist was wir angehen müssen. Das sind so die beiden Extremenden, ein Dokument bis hin zur ganzen Firma. Und dazwischen gibt es natürlich eine Reihe von Dingen wie Code-Retrospektiven, Release-Retrospektiven. Jedes unserer Teams hat Retrospektiven oder Klausuren, wo wir das machen. Und ich glaube, dass dieses Mindset, dass wir alle relativ offen dafür sind, konstruktive Kritik zu kriegen und dass man schon weiß, egal was wir machen, irgendwann gibt es eine Retrospektive, wo man sowas nochmal hinterfragt. Das kommt daher, dass wir es aus dem Code-Review kennengelernt haben. So, und ich möchte jetzt in 5 Minuten noch schnell ein zweites Thema umreißen, was mich in den letzten 10 Jahren immer wieder beschäftigt hat, nämlich die Frage, als Informatiker, welche Aufgaben und Rollen will ich eigentlich kurzfristig oder auch im Laufe meiner Karriere annehmen und was heißt das für Feedbackzyklen und Teamorganisationen? Weil als wir angefangen haben, hatten wir ja alle Aufgaben. Code-Aufgaben, irgendwie kundenspezifische Aufgaben, Vertriebsaufgaben mit Angebotsschreiben verhandeln. Und klar war irgendwie auch, dass wir, wenn wir größer werden, das auf Dauer nicht alle in gleichem Maße machen können. Und die Struktur, die wir bei Kunden typischerweise gesehen haben, war so eine funktionsschnittspezifische. Dass wir sagen, es gibt irgendwie Marketing und Vertrieb, die Angebote schreiben, Demos machen oder so. Es gibt Requirements Engineering, die würden sich in unserem Fall dann neue Analysen ausdenken und den Entwicklern sagen, was sie schön machen sollen. Entwicklung entwickelt, Tester schreiben Tests und so weiter. Und ehrlich gesagt ist mein Eindruck, dass so eine Struktur ein Wasserfall auf Organisationsebene ist. Und viele von den Problemen, die wir in Kundensystemen sehen, ein Stück weit dadurch entstehen, weil die Feedbackzyklen dazwischen fehlen. Wenn ich immer nur jetzt in unserem Fall Pilotprojekte verkaufe, ohne die je selber machen zu müssen, dann zwickt es mich nicht, wenn ich die viel zu billig anbiete. Das kneift irgendwen anders. Wenn ich meine Tests nicht selber automatisiere oder durchführe, dann ist es für mich überhaupt nicht schlimm als Entwickler, wenn mein System nicht gescheit testbar ist. Und weil Kern vom Review ja dieser enge Feedbackzyklus ist und dass man möglichst viel von dem eigenen Produkt kennenlernt, wollten wir diese Struktur nicht. Und die, bei der wir rausgekommen sind, ist folgende. Und es sieht auf den ersten Blick nur aus, als hätte ich die Boxen einfach in einer anderen Reihenfolge gemalt. Es kommt aber gleich ein Argument, warum es aus Feedback-Sicht trotzdem besser ist. Wir haben, hier ist unser Kernentwicklungsteam. Wir haben ein Ops- und Support-Team. Wir haben verschiedene Beratungsteams und wir haben ein Marketing-Team. Und ich glaube, der erste fundamentale Unterschied gegenüber, was typischerweise Firmen unserer Größe, Ausrichtung machen, ist, wir haben mit Ausnahme der Teamassistenz ausschließlich Informatiker. Wir wurden früher mal gefragt, wann wir denn den ersten Vertriebler einstellen. Das haben wir bis heute nicht gemacht. Bei uns machen die gleichen Leute, die die Beratung machen, die Entwicklung machen, auch den Vertrieb. Weil wir ja typischerweise vor Informatikern überzeugen müssen. Und wir kennen das doch alles aus der eigenen Haut.
Wir erleben es doch häufig, wenn wir bei einem Kunden beim ersten Workshop sitzt. Da sitzt einer, der ist vorher schon auf Krawall gebürstet, weil er denkt, da kommt jetzt so ein, jetzt mal despektierlich gesagt, Folienvorleser, der mir erklärt, dass da alles ganz toll mitgeht. Und ich habe den Eindruck, dass es uns mehr Spaß macht und auch für die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, besser ist, wenn wir offen darüber reden, was nicht funktioniert und nicht da eine Rolle haben, die nur in dieser einen Box ist, sondern auch klar kommunizieren können, wo die Grenzen von den Analysen sind. Und ich glaube, naheliegend ist, wir können jeweils in diesen Boxen Feedback-Loops haben, aber das würde, glaube ich, das ist dann trotzdem wieder so ein bisschen so ein Wasserfall, dass jeder in seinem Saft kocht. Ich habe hier mal, warum es bei uns funktioniert, ist, dass fast jeder ist in zwei Teams und dadurch haben wir über die Köpfe, die in beiden Teams sind, einen ganz guten Wissenstransfer zwischen den Teams. Hier mal ein bisschen aufzublättern. Jeder, der bei uns Marketing macht, ist auch zusätzlich noch entweder in Entwicklung oder in der Beratung. Das heißt, dadurch haben wir hoffentlich ein ganz gutes Verständnis davon, welche Probleme treten bei Kunden tatsächlich auf und was ist relevant auf Konferenzen vorzutragen. Und andersrum haben wir hoffentlich Marketingmaterialien, die aus technischer Sicht einigermaßen bestehen. Andersrum, die meisten, die bei uns in der Entwicklung sind, haben entweder in Beratung oder in Operations und Support Kundenkontakt. Was den Feedback-Zyklus, wie schwierig ist, was beim Kunden zu betreiben und was muss man in der Entwicklung da verändern, um das leichter zu machen, einfacher macht. Oder anders hier, wenn ich im Vertrieb ein Projekt an Land ziehe, dann arbeite ich da häufig auch selber drin und habe ein Interesse daran, auf den Gesamtlebenszyklus zu gucken und wieder einen breiteren Feedback-Loop zu haben, als wenn ich bloß in meiner eigenen Box sitze. So, damit das funktioniert, haben wir ein paar Sachen lernen müssen, die wir auch am Anfang nicht so auf dem Zettel hatten. Weil typischerweise, wenn jemand bei uns neu anfängt, dann kommt er entweder direkt aus dem Studium oder direkt aus der Promotion. Und da kennt man sich sehr gut aus in Entwicklung, weil man sich da reindenken kann, weiß aber nicht, ob einem die Arbeit beim Kunden, im Marketing, in der Beratung oder sowas überhaupt liegt und ob man es kann. Und dafür ist es wichtig, dass wir Mechanismen haben, mit denen wir das einfach ausprobieren können, wo man aber auch, wenn man merkt, es liegt einem nicht, wieder zurückgehen kann, ohne dass es auch die Karriere im eigenen Haus beschädigt. Und mit liegen, nicht liegen, meine ich nicht nur, dass man es nicht kann, sondern ich habe auch immer wieder den Fall gesehen, dass jemand was sehr gut kann, es ihm aber einfach keinen Spaß macht. Und dann ist es wichtig, dass man da wieder zurückgehen kann. Und manchmal kommt natürlich auch raus, nee, ich will weiterentwickeln. Ich habe jetzt da das in verschiedenen Beratungsprojekten ausprobiert, macht mir eigentlich keinen Spaß. Ich will weiterentwickeln und das muss auch okay sein. Und letzter Punkt hier, sowas funktioniert nur, wenn das nicht durch externe Faktoren wie, dass man die eine oder andere Aufgabe besser oder schlechter bezahlt, wieder torpediert wird. Das heißt, wir sind so weit gegangen, uns auch ein Gehaltsmodell zu verpassen, was bewusst in der Bezahlung keinen Unterschied macht zwischen Beratung oder Entwicklung oder in den verschiedenen Aufgaben, weil sonst eben diese Dinge nicht funktionieren. Dass man nicht ohne einen Schaden wieder zurückgehen kann und dann wirklich bei den Dingen landet, die man gerne und gut macht, weil man sonst durch extrinsische Motivation vielleicht da verschoben wird. So, ich komme zum Schluss. Wir beschäftigen uns seit 10 Jahren mit der Frage, was ist gute Softwarequalität und auch wie muss ein Werkzeug und ein Prozess geartet sein, damit man zu einer guten Qualität im Produkt kommt. Und für mich sind Werkzeuge und Prozesse dann gut, wenn sie meine Arbeit besser machen und mir den Rücken frei halten. Weil ich über einen Probevortrag gesprochen habe, ich hatte hier erst stehen, wenn sie mich besser machen, hat mir der Kollege gesagt, Elmar, wir sind ja nicht bei Scientology, sondern auf dem Clean Code Days. Deswegen ist hier, wenn sie meine Arbeit besser machen. Und das gilt für mich nicht nur für Qualitätsanalysen, sondern genauso für andere Werkzeuge und andere Prozesse im Unternehmen. Ich habe hinten neben dem Eingang noch Flyer ausgelegt, wo Ressourcen sind zu Vorträgen und auch zu Konferenzen. Wir halten einmal im Jahr einen sogenannten Software Intelligence Workshop ab. Wer da Interesse hat, teilzunehmen, um auch aus Kundensicht zu sehen, wie sich das anfühlt, gerne melden. Und es ist wahrscheinlich deutlich geworden, wir suchen Verstärkung nicht nur in München, sondern in verschiedenen Teilen von Deutschland. Auch wenn da Interesse besteht, gerne auf mich zukommen. Vielen Dank für die Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Da hinten ist eine. Ich möchte eine Aussage widersprechen. Gerne. Steuert man nicht mehr Software, sondern auch die Hardware. Da gibt es
Fehler, die man überhaupt nur in der Gruppe vermietet. Ein Beispiel, hier ist ein Steuergerät gekannt, das hat 5 Millionen Euro Schaden eingerichtet, weil da den Sekundenakt auf ein E-Pro geschrieben. Und ein E-Pro hält ungefähr 5 Millionen Schreibzugriff drauf, das ist ihm. Und die haben das wochenlang getestet, hätten aber leider monatelang testen müssen, weil nach die Monaten knappe 5 Millionen Sekunden aus. Ja. Daher glaube ich, sind die Ausrede, also ich würde sagen, dass die Danke für den Einwand. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Die Aussage, die ich machen wollte, ist gar nicht, das Hauptaugenmerk sollte nicht auf Fehlerfinden liegen, sondern der Nutzen geht weit über das Fehlerfinden hinaus. Natürlich sind wir über jeden Fehler froh, den wir im Review finden. Nicht nur, weil wir dadurch Fehler finden können, wie Sie gerade gesagt haben, gar nicht finden könnten im Test oder nicht einfach finden können im Test, sondern auch, weil es in Größenordnung billiger ist. Weil alles, was ich im Review finde, weiß ich ja schon, wo es ist. Aber mein Eindruck ist, dass häufig, wenn über Reviews von Unternehmen gesprochen wird, dass auf die Fehler reduziert wird. Und tatsächlich finde ich den Nutzen gerade langfristig, aber deutlich breiter als das reine Finden von Fehlern. Trotzdem ist sicher sinnvoll, wenn ihr Reviews macht, dokumentiert jeden Fehler, den ihr findet. Weil wenn irgendwann Budgetkürzungen anstehen, ist das Review schnell was, was in Frage gestellt wird, dann ist es nützlich. Man hat auch harte Fehlerzahlen, die man verhindert hat. Danke für die Frage oder die Anmerkung. Weitere Fragen? Oder Anmerkung. Wie lange braucht ihr dann, um mit eurer Software auf neue Releases von Software zu reagieren? Also wenn jetzt irgendwelche neue Versionen rauskommen, wie lange dauert es, dass die auch abgedeckt sind? Also wenn zum Beispiel in der neuen, in C-Sharp ein neues Feature ist, wie lange dauert es, bis wir das können? Das hängt unheimlich davon ab, wie komplex die Änderung ist. Also habe ich, glaube ich, keine verallgemeinerbare Antwort. Was man, wenn es ein neues Sprachfeature ist, geht es relativ simpel, in ein paar Stunden oder wenigen Tagen den Parser demgegenüber robust zu machen, sodass es auch dafür noch läuft. Vielleicht will man auf dem neuen Feature irgendwelche zusätzlichen Analysen bauen. Sowas kann beliebig lange dauern, je nachdem, wie komplex sie sind. Ich denke, wir sind durch. Ich bin den ganzen Tag da, falls jemand noch Fragen hat, die nicht so ins Plenum passen. Nochmal vielen lieben Dank.